Wie müsste unsere Ernährung aussehen, damit sie ressourcenschonender, umweltverträglicher und gerechter ist? Zu einer nachhaltigen Ernährung gehört für mich, deutlich weniger tierische Produkte zu konsumieren und mehr Nahrungsmittel nach Prinzipien des ökologischen Landbaus herzustellen. Was müsste sich dafür verändern? Als Hochschule mit wirtschaftlichem Schwerpunkt sehen wir besonders in der Forderung zur Änderung des Steuerkurses für Lebensmittel einen Hebel für die Gestaltung einer gerechten Ernährungswende. Dabei sprechen wir uns für eine Senkung der Mehrwertsteuersätze pflanzlicher Alternativen von aktuell 19% auf den ermäßigten Steuersatz von 7% für Grundnahrungsmittel aus. Was machst du bereits? Seitdem ich 14 Jahre alt bin, ernähre ich mich vegetarisch, in den letzten Jahren zunehmend vegan. Es braucht aber mehr als individuelle Verhaltensänderungen. Es geht um strukturelle Veränderungen, die notwendig sind, und um nachhaltige Zukunftserzählungen. In meiner transdisziplinären Forschung beschäftige ich mich mit Akteuren aus der Landwirtschaft, die zeigen, dass es anders geht, die sich an sozialer und ökologischer Gerechtigkeit orientieren und eine andere Landwirtschaft praktizieren. Diesen Menschen, ihren Wissen und ihren Erfahrungen Raum und Stimme zu geben, das finde ich ganz wichtig.